Hinter mir haben sie sich aufgebaut, der Werdershausener Karnevalverein. Gleich geht der Umzug los. Wir sind dabei mit Interviews, mit dem Umzug. Und darauf ein dreifach donnerndes Wude! Der Werdershausener Karnevalverein freut sich auf seinen 24. Umzug mit einem dreifach donnernden Wude! Hey! Wude! Hey! Wude! Hey! Danke! Der 24. Umzug steht an. Was erwartet uns heute? Stimmung, Spaß, Fröhlichkeit, gutes Wetter und Konfetti. Und wenig Alkohol. Dafür seid ihr ja bekannt. Ja, wir sind ein Verein, der kein Alkohol trinkt. Bis auf, naja, ja. Ja, sowas auch. Aber ansonsten sind wir ein sehr humaner Verein. Es gibt kein Alkohol. Nicht ein Tropfen. Ja, wir werden gucken. Wir gucken euch genau auf die Finger. Das Prinzenpaar des heute gastgebenden Vereins, des Werdershausener Karnevalvereins. Ja, wie ist es, euer Heimumzug? Sehr schön, sind in guter Stimmung. Was sagt der Prinz dazu? Wie viel Bier sind schon weg? Naja, es wird noch einiges laufen heute, lass uns mal langsam angehen, aber wird schon ein schönes Ding heute. Habt ihr es denn bereut, Prinzenpaar gemacht zu haben, oder wollt ihr eigentlich gleich nächstes Jahr nochmal? Na, das weiß ich noch nicht, aber bereut habe ich es auf keinen Fall. Sehr. Also, ich habe nichts bereut, ich finde es toll und es macht Spaß auf jeden Fall. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Würzig. Die wilden Weiber aus Würzig. Du bist doch gar kein Weib. Nein, ich bin ja auch armer Kerl. Aber ihr habt so vier verschiedene Kostüme an. Wie kommt das? 20-jähriges Jubiläum haben wir heute. Und als was seid ihr alles schon gegangen? Komm, erklär mir mal kurz. Komm, als Eule, als Biene, als Maus, als Schnee. Nicht so schnell, der kommt doch gar nicht hinterher mit Schwächen. Als Maus, als Schneemann, ja? Als Scheich. Als Scheich? Als Elfen. Elfen hinter dir? Als Hexen. Hexen, als, ja? Als Trolle. Trolle, ja. Als Penner. Als ihr habt alles. Alles war schon dabei. Und immer haben wir Konfetti dabei. Ich wünsche euch Regen, aber nur über eurem Wagen. So eine Wolke, Gewitter, Regen, Eis, Schnee, Sturm, alles. Aber nur hier. Klatschen oder nachher erst? Wir haben was zum Stärken. Ah. Oh, so eine große Klappe. Oh. Oh. Ihr seht ja fürchterlich aus. Wir sind auch fürchterlich. Um Gottes Willen, wer hat euch denn zum Umzug gelassen? Was macht ihr hier? Was wir hier machen, wir wollen Spaß haben, wollen die anderen Leute, die am Rande stehen, bespaßen. Ja, und das machen wir jetzt schon seit 10 Jahren. Zeigst mir mal euren Wagen, erklärst mir ein bisschen. Na klar. Also, bei uns das Besondere ist der Käfig.
Der Käfig. Die Leute, die am Straßenrand stehen und nicht hören, die kommen bei uns in den Käfig. Das heißt, sie werden richtig geschnappt? Richtig geschnappt von unserem Teufel und kommen dann hier rein. Und wenn sie lieb sind, werden sie von uns Hexen wieder rausgelassen. Nach 10 Kilometern? Genau so ist es, nach 10 Kilometern. Schon mal jemand beschwert? Im Großen und Ganzen nicht. Ich glaube schon, dass die Leute, die hier am Rand stehen, Spaß verstehen. Ja, seit 11. November regieren die Narren. Was hat sich geändert? Die Politik ist wesentlich freundlicher geworden. Man kann nicht mehr alle so ernst nehmen, ja? Ist übrigens der Bürgermeister für alle, die ihn nicht erkannt haben. Jawohl, und ich hoffe, dass ich noch ein Weilchen bleiben kann, ja? Heute ganzen Jahr, heute bin ich in meinem vollen Element und wachse mindestens noch um einen halben Meter, ja? So, dann Vorfahrt für Gröpzig, einmal pusten. Einmal pusten, Vorfahrt für Gröpzig, jawohl. Na und? Ab geht's. Ab geht's. So, liebe Festbesucher, wir haben Gäste hier und zwar sind wir auch verantwortlich für die Sicherheit. Ich freue mich, bei uns zu begrüßen, das ist der Herr Dienstgrad, genau. Polizeikommissar Frellstedt. Und wen haben wir hier? Polizeihauptmeister Petranowski. Ist die Sicherheit hergestellt heute zum Umzug? Ja, wir haben dafür gesorgt, dass hier alles sicher ist. Das ist sehr schön. Die Straßen werden bunt sein und ich sehe auch absolut wunderbar alle beide mit Orden. Wo habt ihr denn sowas herbekommen? Überlege mal, ich glaube Gröpzig. Gröpzig, sehr schön. Freuen wir uns vom Werdershausener Karnevalverein. Die welche Farben hat der Verein? Blau. Weiter? Rot. Rot? Ja, richtig geraten. Richtig geraten. So, es kommen gerade die Nächsten bei uns hier angefahren. Und zwar haben wir jetzt hier, wen haben wir denn hier? Wer seid ihr denn? Wir sind Parkfestverein in Gröpzig. Der Parkfestverein in Gröpzig. Das wievielte Parkfest kommt jetzt in diesem Jahr? Das 52. Das 52. Und so wie ich sehe, seid ihr alle grüne Schlümpfe, ja? Sehr schön, also ich freue mich. Ich grüße euch mit einem einfachen Wude. Danke. Ja, also hier ist die Parkchef, hier ist die Parkfestchefin Birgit. Ja, Birgit, wie sagst du zum Wetter? Wunderbar. Wunderbar. Und warum seid ihr blau? Ja. Ist das schon der Zustand? Ja. Ja? Ah, das ist richtig. Da fällt das nicht so auf, wa? Guten Tag. Woher kommen Sie denn hier? Aus Gröpzig. Aus Gröpzig. Und wozu gehören Sie? Warum sind Sie heute so lustig angezogen? Eine Fangruppe vom WCV und sind heute die Holländer. So, wir gucken mal, wen haben Sie denn hier drin? Wo ist denn der, Kleine? Das ist hier heim. Was, das ist hier heim? Also es ist jedenfalls... Interne Sache. Aber da ist doch gar kein Kind drin. Nein, wir haben das als Transportfahren. Unmöglich. So wird hier beim Karneval geschwindelt. Mehrere Fälle. So, ich habe jetzt bei mir den Umzugsmarschall vom Werdershausener Karnevalverein. Das ist der Tino Neubert. Er trägt die Verantwortung heute auf seinen schmalen Schultern. Was sagst du zum Wetter? Besser hätten wir es gar nicht treffen können. 15 Grad, Sonnenschein. Also man kann es sich nicht besser malen. Richtig. So, was sagst du zum Umzug allgemein heute? Ja, wieder sehr viele Leute da. Ein buntes Programm, die Wagen, wunderschön. Also eigentlich wie jedes Jahr, wunderschön. Und zwar Raimund Schulz, ich bitte dich mal kurz zu mir zu kommen. Jawohl. Hallo, ich grüße den Wetterverantwortlichen ganz besonders herzlich und wünsche uns allen eine unfallfreie und vorkommnislose Belustigung heute hier in Gröpzig bei Kaiserwetter. Jawohl, ich freue mich, dass du heute hier bist. Was hast du uns mitgebracht? Wir haben Erbsensuppe, wir haben unser historisches Pasta mit einem Sonderstempel mit und jede Menge gute Laune und gute Stimmung. Jawohl, ich habe den erste Karte habe ich schon da mit dem Poststempel. Werdershausener Karnevalverein, Karnevalsumzug zur Stadt Gröpzig. Wunderbar. So, Raimund, dann wünschen wir uns schönes Wetter. Du weißt, wo du stehst im Umzug. Du bist die Nummer 416 bis 418. Die alle vor dir sind dann vor dir, wa? Gut, danke. Na dann auf. Einer muss auf jeden Fall nüchtern bleiben, der Fahrer des Ganzen. Ne? Also, was machst du da vorne die ganze Zeit drinne? Ja, ich gucke immer zu, ob keiner neben den Hänger herläuft, ob ich immer eine freie Fahrt habe. Und ansonsten immer mitfeiern, auch nüchtern mitfeiern. Und es macht auch Spaß, wenn man nüchtern dabei ist. Wie viele Bonbons kleben nachher hier drunter? Schon mal gezählt? Nee, zählt noch nicht, aber ich hatte schon mal Konfetti in der Kabine drin gehabt. Da hat man jahrelang was von, oder? Oh ja, also über unseren Sitz, überall. Man findet im nächsten Jahr auch immer noch Konfetti wieder. Also solltet ihr diesen Traktor, diesen Fahrer irgendwo sehen, er freut sich immer auf eine volle Ladung Konfetti. Ja, am besten mal das Fenster dann zu, wenn der Konfetti kommt.
Du, wo finde ich eigentlich den Landesmeister? Na, wo findest du den? Hier findest du den, in Werdershausen. Echt? Ihr seid... Ma, herzlichen Glückwunsch. Titelverteidigung steht ja schon. Was werdet ihr heute beim Umzug zeigen? Na, unseren Meistertanz natürlich. Echt? Nein, nicht den Meistertanz. Nein, unseren neuen Gardetanz zeigen wir. In Ausschnitten? In Ausschnitt, ja. Was ist denn anstrengender, hier auf diesem Beton zu tanzen, also auf der Straße oder im Saal? Das kann man so gar nicht sagen. Es macht alles Spaß. Verteilt ihr auch Küsschen? Naja, nur an ausgewählte Personen. Okay. Und da ich jetzt... Ach doch. Ach, ich bin so glücklich. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Thank you.
Bei den Temperaturen ist der Frühling auch da, sogar als Kostüm, oder? Genau. Woher seid ihr? Kröpzig. Und ihr seid die? Fuhlekocher. Warum? Fangruppe des WCV. Weil ihr die so toll findet. Genau, weil wir Spaß an der Freude haben. Und wie ist der Schlachtruf vom WCV? Gute Schee. Also kommt, wenn ihr zwei das macht, können wir nicht mal. Kommt mal alle zusammen, wir üben noch mal kurz den Schlag. Gruppenschlachtruf. Das habe ich auch schon mal schneller gesehen, wa? Ja, ne. So. Jetzt gucken wir mal, ob ihr wirklich Fans vom WCV seid. Ein dreifach donnerndes Wude! 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 Perfekt. Na, wie viel Bonbons habt ihr heute dabei? Oh, heute nicht ganz so viel. Wir müssen noch ein bisschen was aufheben für Rosenmontag in Halle. Aber wir haben schon eine Menge mitgenommen. Aber ihr habt ja jede Menge Mitglieder hier. Ja, und das ist nur die Hälfte. Die meisten sind noch gar nicht da. Hoffen wir, dass sie noch kommen. Aber ansonsten ist es schon gut gefüllt für uns hier. Aber jetzt einfache Frage. Muss das ausgerechnet orange sein? Es ist ja orange-weiß. Aber wir haben festgestellt, die meisten Karnevalsvereine haben blau-weiß, rot-weiß. Und Orange-Weiß gibt es fast nirgendwo, außer jetzt drüben im Westen, aber hier so im Osten ist nicht so verbreitet. Deswegen fallen wir mit Orange-Weiß am meisten auf. Wann ist denn dieses Jahr Hexenfest? Das ist, glaube ich, Mensch, wann war denn das? Es ist doch immer dasselbe, war immer am 30. April des Jahres. Egal welcher Tag das ist? Egal welcher Tag, da kommen wir vom Hexentag geflogen und so, ne? Aber es ist schön hier zu sein, mit euch mal Spaß zu haben. Weil am nächsten Tag ist ja eh frei. Eben, genau, da müssen wir alle arbeiten. Tag der Arbeit. Und das Schöne ist, ich habe gehört, normalerweise fresst ihr Leute, die hier so Interviews machen oder so. Also ich bin euch sehr dankbar, dass ich es überlebt habe. Ja, wahrscheinlich hast du keinen Zucker gefrühstückt, sonst wäre ich schon längst dran an dir. Was meinst du, wie viel Zucker in mir drin ist? Ja, wir müssen uns noch ein bisschen aufspannen. Jeden können wir nicht fressen, das geht nicht. Ja, ja. Leben. Ja, genau. genau. Thank you.
Der Umzug aus Gröbzig 2016. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir. Und wir sehen uns garantiert irgendwo beim Karneval wieder. Wude, schön.